Grüß Gott und willkommen zu Glaubenskompass. Dass Kirche und Sexualität wie Feuer und Wasser sind, scheint zu den gesicherten Erkenntnissen unserer Zeit zu gehören. Die katholische Kirche ist leibfeindlich. Sie reagiert geradezu allergisch auf alles Sexuelle und Körperliche. Und weil sie von alten Männern regiert wird, hat sie natürlich auch keine Ahnung davon. So der allgemein herrschende Grundtenor. Was dran ist an den Vorwürfen, verrät uns heute der Philosoph und Publizist Dr. Josef Bordart. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Bordart, wir wollen uns heute mit einem Thema befassen, wofür die Kirche eigentlich immer wieder am Pranger steht, nämlich wegen ihrer vorgeblichen Lust- und Leibesfeindlichkeit. Aber jetzt mal ganz platt gefragt, ist es denn nicht wahr? Es gibt doch so viel, was die Kirche verbietet. Naja, verbietet, es gibt vieles, was sich quasi von selbst verbietet, wenn man tatsächlich Sexualität als Geschenk Gottes begreift. Wenn man wirklich versteht, dass es bei der Sexualität nicht nur um Sex geht, sondern um eine komplexe Beziehungskultur zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau, die körperliche, die seelische, aber auch die soziale Ebene und Dimension des Menschen mit einbezieht. Und wenn wir das wissen, wenn wir das sozusagen als Bild von Sexualität unterstellen, dann verbieten sich bestimmte Formen und Spielarten und Wege und Weisen sexueller Handlungen. Und insofern, wenn man so will, verbietet die Kirche mit dem christlichen Menschenbild der Person des Menschen im Hintergrund einige Dinge, die sich aber schon mit genauerem Nachdenken von selbst verbieten würden. Aber worum geht es der Kirche genau beim Thema Sex? Es geht darum, dass Sex nicht nur sozusagen eine Sache zwischen zwei Körpern ist, sondern zwischen zwei Personen. Dass also tatsächlich die Person des Mannes und die Person der Frau, die beiden getrennten Geschlechter, wieder zueinander kommen, unvoreingenommen und in einer Weise, die offen ist für neues Leben. Also die Sexualität hat aus Sicht der Kirche drei Dimensionen, entsprechend auch der Personalität, also Körper, Seele, Soziales. Lust, ja, auch. Beziehungsvertiefung, ganz wichtig. Und dann eben die Weitergabe des Lebens. Das ist sicherlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Und auch da merkt man wieder, dass bestimmte Formen von Sexualität hier nicht reinpassen. Kann man sagen, das eigentliche Problem an Sex ohne Ehe ist, dass Sex auch ohne Gott stattfindet. Man hat ihn sozusagen gar nicht auf dem Schirm. Richtig. Also wenn Sexualität nicht mehr als Geschenk Gottes angesehen wird, der Mensch nicht mehr als Geschöpf Gottes angesehen wird, nicht mehr als Person, die in einer Beziehung auch zu Gott steht, dann findet eben auch Sex ohne Gott statt. Das ist natürlich für die katholische Ehe nicht möglich. Die katholische Ehe ist ein Sakrament. Also das heißt, sie ist ja dann schon vor Gott geschlossen. Gott kommt als Drittes hinzu und sorgt dann auch wie ein Tisch mit drei Beinen für eine Stabilität der Beziehung. Das ist die Idee auch, weshalb sich Mann und Frau gegenseitig das Sakrament der Ehe vor Gott spenden. Und ja, wenn das nicht mehr geglaubt wird, wenn das negiert wird, dann findet Sexualität außerhalb dieser Vorstellung statt, dass es hier um Personen geht, dass es hier um die Weitergabe des Lebens geht. Hat Sex eigentlich auch etwas mit der Würde des Menschen zu tun? Das ist ja ein hohes Gut, steht ja auch in unserem Grundgesetz. Ganz, ganz klar, wenn man davon ausgeht, dass wir die Sexualität nicht oder Sex nicht entkoppeln dürfen, dass wir nicht Körper und Persönlichkeit sozusagen getrennt betrachten dürfen, dann ist natürlich die Würde des Menschen nur dann gewahrt, wenn Sexualität auch in einem Raum, in einem Rahmen stattfindet, wo immer die Person gemeint ist und nicht der Körper.
Insofern hat das christliche Bild der Ehe oder das katholische Bild der Ehe sehr viel mit Achtung und Schutz der Würde des Menschen zu tun. Ja. Ist das der Grund, warum die Kirche auch strikt gegen die Ausweitung alternativer Zeugungsmöglichkeiten ist, wie zum Beispiel In-vitro-Fertilisation? Genau, also ginge es der Kirche jetzt ausschließlich um die Weitergabe des Lebens, dann würde sie neuen technischen Möglichkeiten sicherlich aufgeschlossen gegenüberstehen. Aber es geht eben darum, dass es um eine natürliche, persönliche Geschichte geht beim Sex, bei der Sexualität. Und dass immer diese drei Aspekte gleichzeitig quasi vorkommen müssen, um eben wirklich die Sexualität im Sinne Gottes zu leben. Und dazu gehört eben auch die Lust, das Lustempfinden des Menschen. Dazu gehört immer auch die Wertschätzung des anderen als Person, also die Vertiefung der Beziehung. Und diese beiden Aspekte würden bei der Weitergabe des Lebens in technischem Sinne ja unter Umständen nicht so stark zum Tragen kommen. Und insofern darf man das nicht isolieren. Man darf keinen dieser Punkte isolieren. Also weder auf der einen Seite, was heute üblich ist, also die reine Körperlichkeit wird isoliert. Das ist falsch, aber man darf auch nicht die Reproduktion sozusagen über alles stellen und isoliert betrachten. Es gehört zusammen, es ist eine Einheit. Schöpfen wir mal aus den Quellen. Wo in der Bibel wird denn explizit über Sexualität gesprochen? An einigen Stellen und auch an sehr prominenten Stellen, also etwa bei den 10 Geboten, da geht es schon los, da wird von Ehebruch gesprochen, ganz klar. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Da wird auch davon gesprochen, dass man schon gar nicht die Frau des Nächsten begehren soll, also quasi der Schritt vor dem Ehebruch. Zugleich wird gesagt, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, du sollst nicht lügen. Auch das wird eine Rolle spielen, wenn denn ein Partner fremd geht, dann wird gelogen. Und schließlich geht es auch darum, du sollst nicht töten. Und auch das ist ein Aspekt, der durchaus auch die Sexualität betrifft. Denn wir dürfen Sexualität nicht getrennt betrachten von etwa der Frage der Abtreibung. Wir haben gerade gesagt, Lebensweitergabe ist ein wichtiger Aspekt von Sexualität. Und insofern steht das Thema Abtreibung auch immer mit im Raum. Und insofern sind also 4 der 10 Gebote schon entweder unmittelbar oder mittelbar mit Sex verbunden. Zur Ehe gibt es auch Aussagen. Es gibt auch Aussagen Jesu. Anfang Matthäus 19, das wird bei Hochzeiten dann immer gelesen, also der Mensch wird Mann oder Mann und Frau werden die Eltern verlassen und werden zusammenkommen und sie werden ein Fleisch werden. Also sie werden sozusagen zusammenkommen, ein Fleisch werden. Das ist Sexualität in den Begrifflichkeiten des Neuen Testaments. Gleichzeitig eben auch die Weitergabe des Lebens ist damit gemeint, also der Generationsübergang. Und das ist die Aussage Jesu zum Thema Ehe und auch die Unauflöslichkeit der Ehe kommt im Neuen Testament deutlich zur Sprache. Sehr streng. Ne? Sehr streng, also ganz klar. Also Ehe ist geschlossen zwischen Mann und Frau auf ewig. Und es gibt dann eine Stelle, wo Jesus auch sagt, also nur die Hartherzigkeit hat dazu geführt, dass man also da Scheidungsmöglichkeiten eingerichtet hat. Mhm. Aber eigentlich ist es nicht Gott gewollt. Gott will, dass wir zusammenbleiben unser ganzes Leben, also Mann und Frau. Aber bleiben wir nochmal beim Thema Sex, wenn wir da Paulus aufschlagen, dann schreibt er ja, das Leibliche, das führt zum Tod und das Geistige führt zum Leben. Das klingt doch stark nach einem Dualismus, so als müsste man seine Leiblichkeit abtöten. Hat er das so gemeint? Nein, Paulus ist ja auch noch beeinflusst sehr stark von der hellenistischen Philosophie und da ist tatsächlich dieser Dualismus sehr stark, also bei Platon etwa. Platon macht das ganz, ganz deutlich und Paulus spricht dann aber auch vom Körper als Tempel des Heiligen Geistes. Also das heißt, der Körper ist Tempel, der wird also aufgewertet in gewisser Weise, auch weil er den Geist in sich trägt. Bei Platon ist der Körper das Gefängnis oder sogar das Grab des Geistes, wird also sehr negativ betrachtet. Also es ist bei Paulus schon ein gewisser Fortschritt da in Richtung mehr Körperlichkeit. Und wenn man dann die weitere Kirchengeschichte ansieht, dann sieht man auch, wie sinnlich und wie körperlich die katholische Kirche
ist. Da muss man nur mal in eine Kathedrale gehen und da sieht man schon, wie sinnlich alles ist. Das ist also mit Lustfeindlichkeit und Körperlichkeitsfeindlichkeit oder Vorbehalten ist das nicht zu verbinden. Nun gibt es ja sehr viele Formen von Sex, angefangen bei der Selbstbefriedigung ab der Pubertät. Und es gibt homosexuelle Partnerschaften heutzutage. Menschen wollen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben. Sie wollen sogar heiraten. Ist das nicht auch ein Grundgefühl, müsste hier Ihrer Meinung nach, als Philosoph frage ich Sie jetzt, das Gebot der Barmherzigkeit nicht über den Geboten der Bibel stehen, die sagen, nein, das ist verboten? Also zunächst mal ist Homosexuellen mit Respekt zu begegnen. Und es gehört meines Erachtens zu diesem Respekt, dass man ihre Form der Beziehung, ihre Form der Verbindung eben gerade nicht gleichstellt mit der Ehe. Das ist weder im Sinne der Ehe noch im Sinne der homosexuellen Partnerschaft. Es ist etwas anderes und es bedarf dann auch eines anderen Begriffs, einer anderen Begrifflichkeit. Insofern ist die Ehe für alle da an der Stelle eine Mogelpackung, denn zur Ehe, zumindest aus katholischer Sicht, denn die Ehe beinhaltet immer auch die Offenheit für die Weitergabe des Lebens. Und das ist nun biologisch nicht möglich bei homosexuellen Partnerschaften, also aus sich selbst heraus eine neue Generation zu zeugen. Und insofern braucht es hier einen anderen Begriff, nicht den Begriff Ehe. Dennoch, klar, jedem einzelnen Homosexuellen ist, das steht ja auch im Katechismus, mit Respekt und Wohlwollen zu begegnen. Ich will nochmal auf die jungen Menschen zurückkommen. Der sexuelle Drang, der setzt ja mit der Pubertät ein. Und viele Menschen wollen natürlich nicht warten, junge Menschen wollen nicht warten. Und sie sagen auch, bevor ich heirate, möchte ich doch meinen zukünftigen Partner geprüft haben. Ist das nicht ein vernünftiger Ansatz? Also aus der Sicht der Kirche ist Sexualität ein so wertvolles, wichtiges und kostbares Gut, dass es nicht am Anfang, sondern am Ende des Prüfungsprozesses steht. Also das wäre dann in dem Fall eine Sichtweise, die der Kirche nicht entspricht. Zu sagen, ich teste erstmal und dann entscheide ich, sondern ich muss erstmal den Partner kennenlernen und ihn als Person wertschätzen. Und am Ende steht die Sexualität. Also ein klares Ja, ein klares Nein, so wie es ja auch in der Bibel steht. Vielen Dank, Herr Dr. Bordert, dass Sie wieder bei uns waren. Danke auch. Mehr zum Thema erfahren Sie, liebe Zuschauer, in dem gleich eingeblendeten Buch unseres Gastes Dr. Josef Bordert. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Glaubenskompass. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Die Reihe Glaubenskompass können Sie kostenlos online über unseren Shop bestellen. www.kirche-in-not.de/shop